Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, letzten Mittwoch war wieder eine Ministerpräsidentenkonferenz. Und der Lockdown geht weiter. Was für eine Zumutung. Und sofort geht das Geschimpfe und Gemecker auf allen Kanälen wieder los und auch weiter. Denn darin sind wir Weltmeister. Weltmeister im sich beschweren und unzufrieden sein. Ja, keine Frage, ich finde vieles auch eine Zumutung. Und für manche Menschen sind diese Zumutungen eine wahrlich existenzielle Bedrohung. Aber möchten Sie im Moment mit den Politikern und Entscheidungsträgern tauschen? Hätten Sie den goldenen Weg parat? Ich jedenfalls nicht. Und so müssen wir wohl weiter mit den Zumutungen leben. Mit den Zumutungen, die nie für alle gerecht sein werden und nie allen gerecht werden können. Aber die alle das eine Ziel haben. Nämlich möglichst viele Leben zu schützen. Um uns aus der negativen Gedankenspirale über die Zumutungen der Einschränkungen zu befreien, könnten wir ja vielleicht mal versuchen, anders, positiver zu denken. Haben Sie gemerkt, dass sich in dem Wort Zumutung das Wort Mut versteckt? Dann lassen Sie uns doch mal überlegen, ob sich in den vielen Zumutungen dieser Tage nicht auch Zeichen von Mut entdecken lassen. Also, wenn mir hier zu Hause nicht die Decke auf den Kopf gefallen wäre, hätte ich zum Beispiel niemals diese Podcast-Serie gemacht. Ja, es hat mich in der Tat Mut und Überwindung gekostet am Anfang. Aber jetzt bin ich total froh darüber, weil ich meinen inneren Schweinehund überwunden habe und weil mir die Beschäftigung mit diesen Themen selbst gut tut. Und natürlich auch, weil ich so viele nette Rückmeldungen von Ihnen bekomme, dass Ihnen die Podcasts gefallen, dass sie ihnen auch gut tun und sie etwas daraus mitnehmen können in ihren Alltag. Einige von ihnen haben auch ihren Mut zusammengenommen und mir geschrieben, obwohl sie mich kaum oder gar nicht kennen. Und schon ist ein neues Mit entstanden. Eines, das es ohne Corona nicht geben würde. Wie wunderbar. Und vor ein paar Tagen hat uns bei unserem täglichen Corona-Spaziergang im Wald ein älteres Ehepaar angesprochen, weil sie so wie wir auch gemerkt hatten, dass wir die gleiche Hausrunde haben und uns schon öfter begegnet sind. Vielleicht haben sie für dieses erste Ansprechen auch ein bisschen Mut gebraucht. Jedenfalls wechseln wir seitdem immer ein paar Worte und diese kurzen Treffen zaubern uns allen jedes Mal ein Lächeln ins Gesicht. Vielleicht fallen Ihnen ja nun auch Situationen ein, in denen Sie in der Corona-Zeit Ihren Mut zusammennehmen mussten oder wollten, um etwas zu tun, was Sie sonst wahrscheinlich nie getan hätten. Vielleicht haben Sie Fremden Ihre Hilfe angeboten. Oder Sie haben es zugelassen, dass andere Ihnen helfen. Vielleicht haben Sie einen Laden, den Sie mögen, im Lockdown finanziell unterstützt. Oder Ihre Hilfe beim Ausliefern von Waren angeboten. Oder einmal mehr einen Menschen angerufen, der alleine oder vielleicht einsam ist. Oder aus der Not heraus eine neue Idee in die Tat umgesetzt. Oder einem Kollegen eine kreative Lösung für das Betreuungsproblem mit seinen Kindern angeboten. Oder, oder. 40 Tage mit Mut durch Zumutungen. Ich glaube, dass wir ganz viele Beispiele von Mut finden können, den wir ohne Corona nicht gehabt hätten. Und haben Sie gemerkt, dass alle meine Beispiele irgendwie mit dem Mit zu tun haben? Vielleicht gehen wir ja am Ende im Mit gestärkt aus der Corona-Pandemie heraus. Ich finde, dieser Gedanke kann doch auch Mut machen. Finden Sie nicht auch?